Hier ist das deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Anschließend die Wetterkarte. Guten Abend. Guten Abend, meine Damen und Herren. Guten Abend, meine Damen und Herren. Fernsehen, wie es einmal war. Über Jahrzehnte das Medium der Stunde. Mich spricht das nicht an, einfach. Sehen Sie mal, das Fernsehen ist doch eigentlich ein Wunder. Vor allem die Jungen können mit diesem Wunder, dem klassischen Fernsehen, nichts mehr anfangen. Et la télé, je la regarde jamais. Auch der Radiokasten hat Konkurrenz bekommen. J'écoute des podcasts. Es ist höchste Zeit. Medien und Journalismus müssen sich neu erfinden. Und es gibt sie. Neue Ideen online auf Social Media. Wir schauen sie uns an. In Frankreich und in Deutschland. Wir starten in Berlin, in der Stadt, in der doch fast jeder irgendwas mit Medien macht. Hier in der Hauptstadt müssten sie doch auf der Straße liegen, die jungen Konzepte für hippe Medien. Wir treffen die Journalistin Viktoria Reichelt. Sie macht es schon anders. Ich glaube, ich bin so die Generation, also ich bin jetzt 26, ich bin die Generation, die schon mit diesem jungen Journalismus irgendwo aufgewachsen ist oder ins Studium oder in die Ausbildung gegangen ist. Viktoria ist Host. Das heißt, sie moderiert auf YouTube, TikTok und Instagram. Marie-Agnes Strack-Zimmermann ist gerade eine der bekanntesten Politikerinnen Deutschlands. Aber wohl auch unter anderem für die da oben, einen Politik-Channel von Funk, dem jungen Kanal von ARD und ZDF. Natürlich gucke ich genauso irgendwie Tagesschau oder ZDF Heute Nachrichten. Ich wusste aber, ich will über die Themen sprechen, die mich politisch bewegen, die Menschen in meinem Alter politisch bewegen, und das will ich auch in meiner Sprache. Und da hatte ich das Gefühl, das kann ich aktuell am besten in diesem jungen Journalismus, wo ich gar nicht glaube, dass sich der Journalismus an sich verändert mit seinen Gütekriterien, sondern dass sich einfach die Form und das Aussehen und die Sprache und die Plattform verändern. Hinter solchen Plattformen stehen Tech-Giganten. Ihre Algorithmen entscheiden, was geklickt wird und was nicht. Ein Problem, gerade für den Qualitätsjournalismus. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass der da stattfindet, auch auf fragwürdigen oder skandalumwobenen Plattformen wie TikTok. Auch ich sehe diese Plattform kritisch. Gleichzeitig holst du da natürlich Leute ab, die du vielleicht mit dem klassischen Fernsehen um 20:15 nicht mehr abholst. Muss man als Journalist oder Journalistin sich irgendwo diesen Marktregeln zum Teil beugen, damit Leute diese Inhalte überhaupt noch anklicken? Ja. Ist das ein Problem? Ja. Ich glaube, das treibt uns alle um, wie wir das gerade so gestalten, dass wir journalistischen Gütekriterien folgen und gleichzeitig aber auch Inhalte machen, die gesehen werden. Angefangen hat Viktoria 2019 bei Deutschland 3000, dem Politik-Talk auf Instagram für Funk. Mittlerweile hat sie sich als Journalistin einen Namen gemacht. Ich war gerade in irgendeiner. Dass sie aber auf der Straße von ihren jungen Fans angesprochen wird, daran muss sich Viktoria noch gewöhnen. Ich fand das Video auch sehr informativ. Du fandest es informativ? Ich fand auch das Backup, also das Video hinterher, das habe ich auch nochmal geguckt. Krass, dich kennenzulernen. Ja, schön, dich kennenzulernen. Freut mich ja. Ich freue mich immer, wenn wir auch so junge Zuschauer haben. Ich würde mal sagen, wie alt bist du? 14. 14, sehr gut, sehr gut. Das ist genau die Funkzielgruppe. Wollen wir ein Foto machen? Sehr cool. Wie heißt du? Janosch. Ja, Janosch, habe mich sehr gefreut, dich kennenzulernen. Dann. Bis bald, ne? Viel Glück bei der Doku. Ja, danke. Ciao. Das war jetzt echt krass, ne? Total krass, weil mich freut das gerade total, dass der auch irgendwie 14 Jahre alt war und mich jetzt wirklich über diese politische Berichterstattung kennt. Und das ist genau das, was ich gerade beschrieben habe. Ich glaube nicht, dass der noch so viel Fernsehen guckt. Klassisches Fernsehen ist out bei den Jugendlichen. Das belegen aktuelle Studien. Knapp 2/3 der Deutschen unter 25 lassen die Glotze aus und informieren sich über Social Media. Man ist sowieso oft in den sozialen Medien unterwegs und hat dadurch eben sehr schnellen Zugriff auf Nachrichten, Informationen, die man schnell verarbeiten kann und dann halt auch wieder nach außen tragen kann. Und
immer wieder was Neues lernt und zwar ziemlich schnell und ziemlich dynamisch. Die Zeit nimmt man sich auch mal eher. Also ich würde sagen, die Zeit nimmt man sich mal eher, nochmal 5 Minuten auf Instagram jetzt seine Nachrichten sich zu holen, als dann jetzt nochmal den Fernseher anzuschmeißen. Ich meine, junge Leute schauen ja eh nicht mehr so viel Fernsehen und dann die Tagesschau, gut, das kann man auch mal schauen, aber auf Instagram wird ja der Post einfach mit denselben Informationen hochgeladen, die um 20 Uhr in der Tagesschau kam. Ich finde die Informationen viel schneller und einfacher. Ich folge zum Beispiel Hugo Decrypt, einem Infokonto auf TikTok. Jeden Tag postet er eine Minute mit den wichtigsten Infos des Tages. Das ist super praktisch. Da kriegt man schnell alles mit. Pas de télé, kein Fernsehen, diesseits und jenseits der Grenze. Uninformiert wirkt sie trotzdem nicht. Die Zielgruppe unter 25. Weder in Berlin noch in Paris. Die sozialen Medien schaffen offenbar das, was Fernsehen, Radio und Co. nicht mehr hinkriegen. Sie sollten aufhören, eine Information immer mit einem bestimmten Ziel zu veröffentlichen. Man könnte die Info auch rausgeben, ohne Position zu beziehen, ohne zu sagen, das ist gut, das weniger. Nicht alle sehen die Welt mit den gleichen Augen. Ein bisschen mehr Transparenz wäre gut. In den sozialen Medien wird vielleicht mehr über die Dinge berichtet, die uns interessieren. Und es wird leicht erklärt, so, dass wir es auch verstehen können. Ich finde mich wieder in dem, was berichtet wird. Es gibt so interessante Inhalte. In den sozialen Medien werden auch mal Wissenschaftler in Sendungen eingeladen, die in den klassischen Medien nicht auftauchen, aber die trotzdem was zu erzählen haben. Die Information auf Social Media ist meist kurz, knackig und deswegen oft auch zugespitzt. Aber es gibt auch Plattformen, auf denen stundenlang geredet wird. Auf einer solchen will Radio France Fuß fassen. Der öffentlich-rechtliche französische Sender ist jetzt auf Twitch. Auf der Gaming-Plattform moderiert Ludovic Pochon einen politischen Talk. Das geht gerade erst los. Das ist noch eine Art Labor, würde ich sagen. Wir dürfen mit in das Labor. Eine kleine Regie, 4 fest installierte Kameras, 2 Gesprächspartner, der Moderator und die Community im Chat. So geht smarte Produktion heute. Das große Besteck braucht es dann nicht mehr. Wir erreichen unser Publikum. Es gibt immer mehr Leute, die uns einschalten und zuhören. Das ist spannend. France Info ist Radio, aber auch Fernsehen und eine Website mit guten Quoten. Wir sind ein öffentlich-rechtlicher Sender. Und jetzt versuchen wir, eine neue Zielgruppe zu erreichen. Leute, die kein Radio hören, Fernsehen gucken oder unsere Seite besuchen. Sprich, vor allem junge Leute. Mit Themen, die sie ansprechen. Über eine Stunde spricht Ludovic heute mit seinen Gästen über den Christopher Street Day, über die Probleme queerer Menschen in Frankreich. Das ist wie ein Teesalon. Oft ist ein Wissenschaftler dabei, dann jemand, der aus der persönlichen Erfahrung berichten kann. Und wir diskutieren, aber in einem lockeren Rahmen, nicht wie im Radio oder im Fernsehen. Ich sage meinen Gästen immer, ihr habt die Vorteile von Radio und Fernsehen, aber nicht die Nachteile. Ihr könnt Gedanken ausführen, mal nicht sagen, euch ins Wort fallen, solange es freundlich bleibt. Und ihr könnt direkt auf die Fragen unserer Zuschauer antworten. Der direkte Kontakt mit den Usern, für Moderator Ludovic macht das den Reiz des Talks aus. Eigentlich ist Twitch eine Plattform für Computerspieler. Mittlerweile hat aber auch der Journalismus Twitch für sich entdeckt und kreiert Formate speziell für die Plattform und ihr Publikum. Radio France ist sehr mutig, denn wir hinterfragen mit diesem Format unsere bisherige Arbeitsweise. Wir kriegen direkt Rückmeldungen von unserem Publikum. Das bereichert uns auch. Ich zeige jetzt hier nach vorne, denn vor mir steht der Rechner, auf dem ich den Chat lesen kann. Nur 11.000 Follower hat die Twitch-Sendung. Der große Tanker Radio France setzt auf ein Bötchen und ist optimistisch, dass es nicht untergeht. Der Talk soll ausgebaut werden.
Ein Konzept mit Zukunft? Wir fragen nach an der Pariser Universität Panthéon-Assas. Dort arbeitet Medienwissenschaftler Arnaud Mercier. Er beobachtet schon seit Jahren, wie sich der Journalismus mit der Digitalisierung verändert und auch, wie das den Beruf als solchen beeinflusst. Journalismus auf Twitch, sagt er, das kann funktionieren. Ein Journalist schafft es nur, ein junges Publikum auf Twitch anzuziehen, wenn er sich der Plattform anpasst. Er muss akzeptieren, dass er zum Streamer wird. Auch wenn das nicht heißt, dass er sich mit Gaming auseinandersetzen muss. Trotzdem, er muss die Codes von Twitch kennen und sich daran halten. Wenn er versucht, die klassischen Nachrichtensendungen aus dem Fernsehen auf Twitch zu kopieren, dann wird das nicht klappen. Der Journalist muss das Medium annehmen und die Berichterstattung in den sozialen Medien vor allem auch ernst nehmen. Neue Wege gehen, um ein neues und auch jüngeres Publikum zu erreichen, das gilt für alle Medien, auch in Frankreich. In Paris besuchen wir France Télévisions, Pionier auf dem Gebiet. Der französische Fernsehsender hat schon vor Jahren die Infomarke France Info geschaffen. Eine Website und mittlerweile eine App, die Fernsehen, Radio und Online zusammenführt. Bekannt und beliebt ist France Info vor allem für seinen Nachrichtenticker Le Live. Julie Rasplus war von Anfang an dabei, hat Pionierarbeit geleistet und den Nachrichtenticker mitbegründet. Als wir 2011 gestartet sind, ist Twitter gerade groß geworden. Wir haben uns daran orientiert. In Le Live werden Infos ähnlich wie im Kurznachrichtendienst angezeigt, mit Hashtag knapp und bündig. Die Idee war es, unseren Lesern einen umfassenden Nachrichtenüberblick zu geben, alle wichtigen Infos des Tages. Natürlich gibt es Tage, da gibt es ein großes Thema, das uns dann fast ausschließlich beschäftigt, wie der Aufstand der Wagner-Miliz gegen Putin. Dann geht es im Live fast nur darum. Wir passen uns der Aktualität an. Im Live finden sich Infos aus eigenen Recherchen von France Info. Die Macher zitieren aber auch andere französische und internationale Medien. Mit diesem Nachrichtenmix hat es France Info schon 2011 geschafft, ein Twitter-affines Publikum an sich zu binden. Das hat funktioniert bis heute, denn das Publikum ist geblieben. Das Publikum, das uns liest, ist ein treues Publikum. 80% lesen uns via App und auf der mobilen Website. Die Leute kennen die Seite schon lange, sie kennen die Codes. Bei uns gibt es die Möglichkeit zu interagieren. Die User können Fragen stellen. Mittlerweile gehört France Info zu den wichtigsten Nachrichten-Apps in Frankreich. Eine Marke, die für verlässliche und schnelle Information steht. Der Medienwissenschaftler Arnaud Mercier kennt den Schlüssel zum Erfolg. Die Bindung an ein bestimmtes Medium funktioniert immer über Vertrauen. Das ist bei jungen Menschen ganz genauso. Egal ob alt oder jung, klassische oder neue Medien, die Basis zwischen Publikum und Medium ist das Vertrauen. Herzlich willkommen bei ZDF heute live. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Viktoria Reichelt pendelt zwischen Berlin und Mainz. Beim ZDF steht sie als Moderatorin von heute live vor der Kamera. Heute ist in Deutschland, genau wie auch die Tagesschau und wie France Info in Frankreich, eine Marke. Das schafft Vertrauen. Beim YouTube-Format ZDF heute live ist man sich dessen bewusst. Viktoria steht zwar im klassischen Nachrichtenstudio, präsentiert die Infos aber auf ihre Art. Eine Schnittstelle zwischen Tradition und Moderne. Es ist natürlich so ein Blick in die alte Fernsehwelt, so ein bisschen. Und gleichzeitig versucht natürlich dieses Format, mit dieser alten Fernsehwelt so ein bisschen zu brechen.
Und ich glaube, den Fernsehjournalismus, den Nachrichtenjournalismus, den Aktualitätsjournalismus des ZDF so in die neue Welt zu heben und auch neue Zielgruppen damit anzusprechen. Und ich glaube, das ist ja auch der Versuch, wenn man dann so Leute wie mich reinholt, die jetzt vielleicht nicht die klassische ZDF-Laufbahn bisher durchlaufen haben, aber vielleicht mehr darüber wissen, was junge Leute schauen wollen, wie sie das aufbereitet haben wollen, welche Fragen auch junge Leute stellen. Alt trifft hier ständig auf neu. Die Heute-Redaktion ist ein großes Team. Dieselben Redakteure verantworten sowohl die Sendungen im Fernsehen als auch das YouTube-Format. Und es zeigt sich in den Abläufen. Vor der Sendung geht es für Viktoria in die Maske. Und gelockt wird wie in der alten Fernsehwelt. Ich glaube, dass unsere Sendung schon unterscheidet, dass ich auch mal zugebe, dass ich etwas noch nicht verstehe und dann vielleicht anders als ein klassischer News-Anchor den Experten frage, das verstehe ich nicht, kannst du uns das nochmal erklären? Und man merkt aber, dass das die jungen Zuschauer und Zuschauerinnen total abholt. Also da geht es ganz viel darum, glaube ich, basic nochmal Dinge zu erklären, Hintergründe zu erklären und vor allem ja auch einfach denen zu zeigen, dass sie gehört werden und dass wir dieses Programm für sie machen. Also ich baue bestimmt bei jeder Sendung irgendwie 5 bis 10 Fragen aus der Community ein und man merkt, dass die das total schätzen, weil sie das natürlich beim klassischen Fernsehen nicht machen können. Ich habe hier noch mal eine Frage aus der Community für dich. Die sollten wir vielleicht mal klären, bevor wir weitersprechen. Hier fragt nämlich jemand auf YouTube, welche Pflichten hätte denn ein NATO-Partner, der angegriffen wird? Was muss dieser erfüllen, um direkte Unterstützung zu erhalten? Das ist vielleicht noch mal ganz wichtig, das zu verstehen. Mit ihren Fragen bestimmen die User auch einen Teil vom Inhalt der Sendung. Heute Live hat schon mal knapp eine halbe Million Aufrufe und dauert mindestens eine halbe Stunde. Also von wegen, junge Leute wollen nur schnelle, abgespeckte Info. So ist das nämlich nicht, erklärt uns Florian Weber, Soziologe an der Uni in Saarbrücken. Social Media haben den Trend zur schnellen, kurzen Information zwar begünstigt, aber einfach gesprochen, Jugend sollte man nicht unterschätzen. Also es gehen mitunter beide Formate, je nachdem, was vielleicht auch gerade gefragt ist. Manchmal ist es die ganze kurze Insta-Story, die greift, weil ich mir mal ein ganz kurzes Bild verschaffen will. Und dann ist es an anderer Stelle aber auch hier gibt es jetzt eine ausführlichere Doku, es gibt eine ausführlichere Kommentierung oder im Zweifelsfall auch mal ungeschnitten Bundespressekonferenz. Auch das kann mitunter interessieren. Liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen zu dieser Regierungspressekonferenz an diesem Montag. Ich begrüße Journalisten befragen die Regierung. Eine Stunde ohne Kommentar, ohne Filter. Frau Steffen, ich hatte die Ministerin so verstanden, dass die 12 Milliarden Euro so das Mindeste vom Mindesten ist, weil Kinderarmut an sich kann man damit nicht abschaffen. Was würde denn jetzt ein Sechstel davon bedeuten? Was kann man damit überhaupt noch machen? Also da die Gespräche noch laufen, kann ich Ihnen das nicht beantworten. Thilo Jung hatte 2014 die Idee, die Bundespressekonferenz ungeschnitten auf YouTube zu stellen. Ein Novum. Im deutschen Fernsehen gibt es das nämlich bis heute nicht. Seine Fragen an die Regierungsvertreter haben mittlerweile Kultstatus im Berliner Politikbetrieb. Jung und naiv, Politik für Desinteressierte. So heißt der Kanal von Thilo Jung. Allein auf YouTube hat er über 500.000 Follower. Ich würde gar nicht sagen, dass ich mich speziell auf ein junges Publikum fokussiere. Ich würde eher sagen, dass ich junge Themen ernst nehme und selber quasi auch als junger Mensch diese Themen bediene, die das alte Deutschland entweder ignoriert oder nicht drüber sprechen will. Ich glaube, man nimmt die Leute auch nicht ernst, also sowohl die Jungen als auch die Alten, wenn man so separate Ansprachen oder separate Formate macht. Also als ob quasi mein Journalismus eher was für junge Leute sein muss. Also es muss eigentlich genauso funktionieren für einen 60-Jährigen wie für eine 18-Jährige. Neben der Bundespressekonferenz veröffentlicht Jung und Naiv auch mehrstündige Interviews. Die Fragen stellen Thilo und sein Kollege Hans Jessen. Der war lange im ARD-Hauptstadtstudio, als Rentner jetzt bei Jung und Naiv. Ich habe also wirklich in diesen 40 Jahren, ich weiß nicht wie viele hundert Beiträge für Nachrichtensendungen gemacht. Sagt die Redaktion, du hast 1,30 Zeit, 1 Minute 30 Sekunden. Dann bettelt man, dass man 7 Sekunden mehr kriegt. Damit kann man aber viele Themen überhaupt nicht so sinnvoll behandeln, wie es nötig wäre.
Und der Online-Journalismus, also das, was Thilo betreibt, hat Zeit, diese kostbare Ressource, in Hülle und Fülle. Da kann man jedes Thema so gründlich und so tiefgehend behandeln, wie es nötig ist. Die beiden interviewen große Namen aus Politik und Gesellschaft. Wenn es sein muss, auch mal über 5 Stunden. Ein Format für Passionierte. Jung und naiv hat sein Stammpublikum. Die Leute lernen ja auch einfach, indem sie zum Beispiel bei anderen Formaten auf Instagram, auf Twitter oder irgendwie online sehen, okay, das ist, die haben kurz mal irgendein Thema gesehen, das interessiert sie vielleicht. Und dann kommen sie zu uns und setzen sich quasi hin und oder hören zu stundenlang, weil sie wissen, okay, jetzt kann ich einen Deep Dive machen, jetzt kann ich mich ins Rabbit Hole bewegen und mehr Informationen zu bekommen. Weil wir können nicht alles sein. Wir sind hier keine Nachrichtenagentur, wo wir einzelne Schnipsel raushauen und so weiter. Dafür können die Leute woanders hingehen. Bei uns müssen sie wissen, okay, bei uns bekommen sie ausführliche, grundsätzliche Informationen. So, eine neue Folge Jung Naiv. Ich habe einen neuen Gast. Wer bist du? Christian Wulff. Was machst du? Wer bist du? Ich bin Vorsitzender des Deutschen Chorverbandes, Vorsitzender der Deutschland Stiftung Integration, Schirmherr der Deutschen Multiple-Sklerose-Gesellschaft, mache also sehr viel im Bereich Zusammenhalt unseres Landes. Aber vermutlich bin ich von dir eingeladen, weil ich mal Bundespräsident war, vorher Ministerpräsident. Jung und naiv weiß, weckt Erinnerungen an das gute, alte Fernsehen aus den 60ern. Hier so schließt sagen, sich der Kreis zwischen Alt und Jung. Berlin mein Büro als Altpräsident habe. Wir sind zurück in Paris. Ganz neu und ganz anders als jung und naiv ist Brüt. Auf Deutsch heißt Brüt so viel wie roh oder unbearbeitet. Immer, wenn in Frankreich was passiert, ist Brüt mittendrin. Zum Beispiel bei den Krawallnächten in den Pariser Vorstädten Anfang Juli. Live wird gestreamt, das geht ganz einfach mit dem Smartphone, schnell und direkt. Brüt ist ein reines Online-Medium, präsent auf Instagram, YouTube oder TikTok. Der Mann hinter dem Smartphone ist Reporter Rémi Buisin, Gründungsmitglied von Brüt. Er hat die Medienlandschaft in Frankreich mit seinen Live-Berichten verändert. Ich bin in Immersion, en live. Ich streame gleichzeitig auf verschiedenen Kanälen von Brüt. Wir sind mit unserer Community verbunden und können ihre Fragen beantworten. Bei den Krawallen zum Beispiel. Da wollten viele wissen, zerstören die nur ohne Sinn und Verstand oder steckt da mehr dahinter? Und diese Fragen haben wir beantwortet, teils in sehr langen Streams. Rémi hat sich schon früh auf anderen Plattformen einen Namen gemacht. Livestreams wurden zu seinem Markenzeichen. Und das ohne journalistische Ausbildung. 2016 wollten ihn etablierte Fernsehsender, er aber wollte zu Brüt. Die anderen Angebote waren klassisches Fernsehen. Ich wollte aber lieber diese Lives machen und habe mir gesagt, ich kann mein Talent da besser einbringen, aus meiner Leidenschaft einen Job machen. Ich habe zwar ein paar Wochen überlegt, aber es war klar, ich gehe zu Brüt. Wir waren ein kleines Team und es hat 3 Monate gedauert, bis wir anfangen konnten. Die richtige Entscheidung für Rémi. Brüt ist ein Start-up und es wächst und wächst. Ein Büro in New York, eine indische Version und auch in afrikanischen Ländern wird gestreamt. An Brüt kommt niemand vorbei. Il y a des policiers violents. Auch nicht Präsident Macron, hier 2020 im Exklusivinterview. Das hat vorher kein reines Online-Medium geschafft. Normalerweise gibt es solche Interviews nur auf den großen Fernsehsendern. Und natürlich gab es eine große Diskussion mit dem Élysée-Palast. Wir mussten sie überzeugen. Ein Teil des Teams rund um den Präsidenten hat gesagt, er muss zu Brüt gehen. Das ist super. Dort erreicht er ein anderes Publikum. Die ältere Generation war da etwas zögerlicher. Brüt hat die französische Medienlandschaft revolutioniert. Fast jeder kennt es, mehr als 3 Millionen Follower allein auf Instagram.
Aber der Journalismus ist nicht das Kerngeschäft. Brütt finanziert sich vor allem durch Werbung, auch in einigen Reportagen. Wirklich unabhängig ist Brütt daher nicht. Journalismus in den sozialen Medien ist eine Herausforderung. Auch für diejenigen, die mit Social Media groß geworden sind. In Freiburg treffen wir angehende Journalistinnen. Sie studieren hier und in Straßburg, ein grenzüberschreitender Master. Bei unserem Besuch arbeiten sie gerade an ihrem Semesterabschlussprojekt, eine Website zum Thema Vertrauen. Sie nutzen alle Formen, die der Journalismus bietet, Video, Ton und Text, und bauen so einen Blog. Also Journalismus der Zukunft ist auf jeden Fall multimedial. Das haben wir erfahren, dass man alles kann und alles mischt. Und ich glaube, ja, also die Qualität muss schon höher sein, weil voll viele Leute sagen, dass sie Journalisten sind, aber nicht unbedingt diese Background haben von Recherchieren und von professionell ausüben. Jetzt gerade in der Ausbildung ist es wichtig, dass man erstmal so die Basics lernt. Also das auf jeden Fall mal, wie wird eine Reportage aufgebaut, wie funktioniert das, was brauche ich für eine gute Storyline. Und ich glaube, es ist aber auf jeden Fall wichtig, dass uns gezeigt wird, okay, wir haben diese Chancen. Guter Journalismus muss die Basis sein. Social Media sehen die Freiburger Studierenden als einen möglichen Ausspielweg. Journalismus darf kurz, muss aber nicht. In ihren Recherchen und Reportagen lernen die angehenden Journalistinnen vor allem auch in die Tiefe zu gehen. Etwas, das bei kurzen Insta-Stories zwangsweise verloren geht. Das stimmt, manchmal fehlt es da an Tiefe. Deshalb sollte ein Journalist auch nicht nur solche Videos machen. Ich finde das aber trotzdem super wichtig, weil Brüt zum Beispiel macht den Journalismus dadurch auch zugänglicher. Nicht alles, was kurz und knackig auf Instagram oder TikTok daherkommt, halten die Nachwuchsjournalistinnen für gute und vor allem fundierte Informationen. Im Seminar wird viel diskutiert. Kritisch setzen sich die Studentinnen mit den neuen Formen im Journalismus und vor allem in den sozialen Medien auseinander. Sie wissen genau, was sie selbst an Info wünschen, und daran messen sie ihre eigene Arbeit. Gerade bei diesen aktuellen Formaten wie Instagram oder TikTok oder Twitter, da sind die ja alle schon Praktiker, die praktizieren das jeden Tag. Das heißt, da brauchen wir eigentlich nur noch so ein bisschen Sensibilität zu schaffen, dass die merken, aha, wir können die Informationsdichte noch ein bisschen steigern. Da beackern wir eigentlich schon ein sehr fruchtbares Feld. Der Journalismus wandelt sich. Er geht mit der Zeit, sagen die einen, er verliert an Qualität, die anderen. Aber haben wir Journalisten wirklich eine Wahl? Die sozialen Medien sind längst omnipräsent. Und je mehr verlässliche Info dort zu finden ist, desto weniger Chancen haben Fake News. Die Dinge haben sich eben entwickelt. Traditionelle Medien waren zögerlich. Mittlerweile sind auch sie auf den neuen Plattformen unterwegs. Also von der klassischen Tageszeitung, zum Radio, zu den Wochenschauen im Kino, hin zu letztlich dem Siegeszug des Fernsehens, waren immer wieder schon gravierende Umbrüche dabei. Jetzt ist es eben der Bereich Social Media. Für mich gehört es heute zum Handwerk eines Journalisten oder einer Journalistin, sich auch immer wieder in diese Plattform reinzudenken.